Ich hatte mal Beef mit Flair. Kennt ihr Flair? Flair ist ein Gangster-Rapper, also sagt er. Ich hatte Beef mit ihm. Es war nicht meine Schuld. Es war ein bisschen meine Schuld. Es war komplett meine Schuld. Ich hab vor einiger Zeit diese Grafik ins Internet hochgeladen. Und ich habe geschrieben, remember Flair, this is him now, feel old yet. Das ist ein klassisches Meme. Nur um das, ich will nur klarstellen, ich wollte Flair keinesfalls ideologisch mit Bernd Höcke vergleichen. Ich finde nur, dass die beiden eine ähnliche Art haben, hässlich auszusehen. Rein optisch. Und ich meine, wer hätte gedacht, dass Flair das jemals mitbekommt? Ich nicht. Jedoch, einige Stunden später, bin ich wieder auf Facebook und ich sehe, dass Flair meinen Post kommentiert hat. Und er hat geschrieben, sehr dumm von dir gewesen, sehen uns. Smiley Face. Und ich hatte viele Fragen. Wo sehen wir uns? Wann sehen wir uns? Was machen wir? Ich bin nicht so ein Mädchen, Flair. Ich spiele mit offenen Karten. Und wisst ihr, ich glaube, das wäre die Stelle gewesen. Da hätte ich aufhören sollen. Da habe ich aber nicht. Nee, ich habe geantwortet. Ich habe geschrieben, hallo Flair, ich bin ziemlich busy zurzeit. Aber wenn du möchtest, könntest du nächstes Jahr Vorband sein auf meiner Tour. Dann ließe sich eventuell ein kurzes Meet and Greet organisieren. Wäre das was für dich? Ich hab die Hand des Friedens ausgestreckt. Aber Flair nahm sie nicht. Nee, er hat nicht geantwortet. Stattdessen schrieb er mich nochmal an, diesmal auf Instagram. Und er hat geschrieben, hoffe, du verlierst deinen Humor nicht, wenn ich die Tage mal vor dir stehe. Deine Dates habe ich ja. Gruß, Flair. Ich war entsetzt, ich war schockiert. Ich habe sofort geantwortet, Alter, du kannst doch keine Drohnachricht mit Gruß, Flair enden. Das geht aber nicht klar. Und er schreibt so, oh, Anwalt bist du auch. Ist keine Drohung. Auf bald. Herzchen. Flair hat mir sehr gemischte Signale geschickt. Und wisst ihr, ich glaube, das war der Punkt. Da hätte ich aufhören sollen. Habe ich aber nicht. Oh nein, ich habe einen Screenshot von dieser Unterhaltung gemacht und das auf Facebook gepostet. Und ich habe dazu geschrieben, gerade bestätigt, kostenloses Meet and Greet mit Gangster-Rapper Flair in allen Terminen meiner kommenden Tour. Und dann ist alles eskaliert. Alle Rap-Zeitungen haben berichtet. Es war eine Eilmeldung auf rap.de. Und nach Flair kamen die Fans von Flair. Einer von ihnen hat mich sehr wütend angeschrieben. Der heißt Payman. Payman hat mich auf Facebook angeschrieben. Und er fing an mit, Femme, geile Hure, Flair wird dich einfach kaputt schlagen. Aber hier wird es interessant, weil er machte weiter mit, weil ein Mensch ist jede natürliche Person. Und du bist keine natürliche Person. Weshalb er die Erlaubnis hat, dich zu schlagen. Und Satire hin oder her, das Persönlichkeitsrecht ist ein hohes Gut. Ich, ehrlich gesagt, ich hatte Zweifel an Paymans juristische These. Und dann bin ich auf sein Profil gegangen. Das ist übrigens eine echte Geschichte, komplett nichts ist erfunden. Ich bin auf sein Profil gegangen und da stand, dass er Jura studiert im zweiten Semester. Und das ist ein bisschen lustig, aber vor allem sehr, sehr traurig. Ich wollte eine zweite Meinung. Ich wollte eine zweite Meinung. Und ich meine, hey, wenn es irgendwo Rechtsexperten gibt, dann auf Facebook. Deswegen habe ich auch das gescreenshottet und mit der Community geteilt. Und was soll ich sagen? Die Community war skeptisch.
Viele Menschen haben Paymans juristische Expertise in Frage gestellt. Und davon hat Payman Wind bekommen. Und dann hat er sich zu Wort gemeldet in der Kommentarspalte. Und er schrieb: Egal was ihr von mir haltet, ich ficke in der Schule und im Studium trotzdem. Und da wusste ich, okay, der Mann hat Ahnung. Nein, man hört immer diese Horrorgeschichten von Anwälten, die nur in der Schule oder nur im Studium gefickt haben. Du brauchst einen Anwalt, der sowohl in der Schule als auch im Studium gefickt hat. Ich war überzeugt, die Community hat weiterhin Paymans Fachkenntnis in Frage gestellt. Und dann hat Payman etwas gemacht, was ich nie vergessen werde. Um fremde Menschen im Internet von seiner Expertise zu überzeugen, hat Payman in die Kommentarspalte meiner Facebook-Seite ein Bild von seinem Abiturzeugnis gepostet. Und dann, weil es immer noch nicht gereicht hat, fing er an, Bilder von seinen Praktikumszeugnissen hochzuladen. Und da ging es nur noch bergauf, weil alle anderen haben angefangen, ihre Urkunden zu posten. Und das Highlight war, als jemand ein Bild von seinem Seepferdchen hochgeladen hat.